In diesem Video wirst du sehen, wie du Schnitte in deinem eigenen Projekt setzen kannst. Wenn du alle Videos importiert hast, sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Beim Sichten ist dir vielleicht aufgefallen, dass Wiebke hier und da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Um das Video möglichst flüssig zu haben, möchten wir es jetzt ein wenig schneiden. Das bedeutet, dass wir genau solche Szenen, in denen kleine Fehler vorhanden sind, herausschneiden. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Schau über deine rechte, nein, schau über deine linke Hand. Wiebke hat sich hier versprochen, diese kleine Szene möchten wir herausschneiden. Dafür gehen wir an der Zeitachse zu dem Punkt, an dem die Szene beginnt und setzen einen Schnitt. Dies tun wir, indem wir hier auf diesen Button klicken. Dadurch entstehen zwei einzelne Videos. Das heißt, das Video vom Krieger 2 wurde aufgeteilt in zwei kleine. Es wurde geschnitten. Um die Szene herauszuschneiden, müssen wir den Endpunkt suchen, also auch hier wieder auf der Zeitachse, und erneut einen Schnitt setzen. Nun haben wir das Video bzw. die Szene als eigenen Clip und können sie entfernen. Dies tun wir, indem wir auf die rechte Maustaste klicken und auf Entfernen klicken. Eine andere Möglichkeit ist es, die Entfernen-Taste deines Computers zu benutzen. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, sehen wir, dass der Fehler nicht mehr integriert ist. Schau über deine linke Hand. Manchmal kann es passieren, dass wir einen Schnitt setzen und einen Clip entfernen und dann so eine Lücke entsteht. Im endgültigen Video wird diese Lücke einfach als schwarzes Bild dargestellt. Das möchten wir natürlich nicht. Wir können das verhindern, indem wir anschließend diese Videos nehmen und einfach an das davorgehende heranziehen.